Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Am kommenden Wochenende findet der G7-Gipfel statt in Bayern. Dann stimmen sich die Staats- und Regierungschefs der 7 bedeutendsten westlichen Wirtschaftsnationen über wichtige globale Fragestellungen ab. Wir Menschen im Oberland empfinden es als Wertschätzung, dass sich die Organisatoren erneut für den Veranstaltungsort Schloss Elmau entschieden haben. Es ist eine große Ehre, weil wir bereits beim ersten Gipfel vor 7 Jahren bewiesen haben, dass wir es können. Sicher, gastfreundlich und vor einer atemberaubenden, schönen Naturkulisse. Das alles ist eine Auszeichnung für die Region ums Werdenfelser Land. Millionen Menschen in aller Welt sehen im Fernsehen, wie schön es bei uns in Bayern ist. Spätere Urlaubsbuchungen nicht ausgeschlossen. Bestimmt erinnert ihr euch noch an die Bilder des damals lässig auf einer Holzbank sitzenden ehemaligen US-Präsidenten Obama. Sie gingen um die Welt. Genau jener Geist des Zusammenhalts erhoffe ich mir von diesen Weltwirtschaftsgipfeln. Denn Russland führt weiter Krieg gegen die Ukraine und die Preise für Energie und Lebensmittel befinden sich auf historischem Höchststand. Nie war Frieden und Welternährung so bedroht wie heute. Deshalb gilt es jetzt, Ausdauer im Kampf für Freiheit und Demokratie zu zeigen, gegen Diktatur und Despotismus. Es ist teuer, ja. 170 Millionen Euro Tagungskosten sind viel Geld. Aber seit Corona wissen wir auch, vor wichtigen Entscheidungen sollte man immer das persönliche Gespräch suchen. Dies gilt für Staatschefs aus aller Welt genauso wie für uns Bürger. Ich danke allen herzlich, die für einen sicheren und reibungslosen Verlauf sorgen, besonders Polizei, Rettungs- und Sicherheitskräften. Und ich weiß, was der Gipfel für unsere Bürger an Belastungen und Einschränkungen bedeutet. Danke, dass ihr dies mit Gelassenheit und Gastfreundschaft auf euch nehmt. Jetzt bedarf es nur noch eines erfolgreichen Gipfels der 7 Nationen, vor allem aber eines Signals der Abschreckung gegen Putin. Auf, dass wir bald wieder friedlichen Zeiten entgegensehen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.